Buongiorno, ich bin hier auf der MSC Splendida und stehe hier auf der Balkonkabine 11115 und die schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Zuerst mal ein Blick ins Zimmer. Hier gibt es noch einen Schreibtisch. Hier unten haben wir die Minibar. Die Minibar ist schon gefüllt. Dann hier haben wir noch Stauraum. Föhn ist übrigens schon vorhanden, müsst ihr nicht mitnehmen. Ja, hier am Fernseher sieht man, dass das Schiff nicht mehr das neueste ist. Kleiner Fernseher. Steckdosen haben wir leider nur die auf der Kabine. Zweimal USB, aber auf dieser Kabine funktioniert leider nur eine davon. Hier übrigens sehr bequemes Bett, also allgemein bei MSC, hier schlafe ich immer wirklich sehr gut. Auch auf dieser Seite gibt es leider keine Steckdose, auf der anderen Seite leider auch nicht, das finde ich sehr schade. Dann kommen wir zum Bad. Hier kann man übrigens noch die Temperatur einstellen. Wichtig ist einfach, dass man die Karte hier einschieben muss, dass man überhaupt Strom hat. Ja. Werfen wir hier noch einen Blick rein. Leider ein Duschvorhang. Das sagt mir auch aus, dass das Schiff schon ein bisschen älter ist. Ja, wie man es kennt bei MSC, ist alles vorhanden. Die Größe ist völlig okay. Hallo? Gehen wir hier wieder raus. Schauen wir uns hier noch kurz den Schrank an. Stauraum. Tresor ist hier. Da gibt es noch einige Ablagefächer. Einige Schubladen. Und auf der anderen Seite haben wir einfach eine Kleiderstange, wo man die Kleider noch aufhängen kann. So, dann noch das Schönste an der ganzen Kabine, nämlich der Balkon. Wir sind hier im Hafen von Ancona, leider ein bisschen ja Industriehafen. Hier gibt es zwei Stühle, einen Tisch. Blick auf Ancona. Wie ihr hier sehen könnt, das Deck 14 ist auskragend. Weil das Deck 14 auskragend ist, wählt lieber eine Balkonkabine weiter unten, zum Beispiel auf Deck 11 oder Deck 10, weil ja, sonst ist es sehr schattig da oben und die Sonne kommt auch nicht gut hin. Das so ein kleiner Tipp. Ja, das war's mit dem kleinen Einblick in die Balkonkabine. Ich hoffe, es hat euch gefallen. An dieser Stelle sage ich danke vielmals fürs Zuschauen. Ciao miteinander, bis zum nächsten Mal.